Hello, the kids! Ich bin das Kind. Künstler, Musiker, Produzent, Kreativer, Spielplatzgänger und heute bei Mikrofon. Mikrofon. Kultur im Norden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mikrofon Kultur im Norden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass er hier heute an meiner Seite ist. Das Kind. Ich, okay. Ja. Du bist es. Das Kind. Ich dachte gerade, wer ist er denn? Ja, wer ist er denn? Ja, mega. Cool, dass du da bist. Cool, dass es sehr gerne hat. Das Kind, was ist das Kind? Ist das ein verspielter Künstler oder wie muss man sich den vorstellen? Naja, also vorstellen musst du ihn jetzt gar nicht mehr, weil du siehst ihn ja jetzt. Also hier. Praktisch irgendwie, ja. That's me. das Kind ist ein alter Ego von meiner Person. Es ist ein Musiker, der Musik macht. Und der auch etwas verspielt ist. Weil wenn wir auf dein Logo schauen, dann sehen wir zum Beispiel Zöpfe links und rechts vom Kind. Richtig. Markenzeichen. Normalerweise trage ich Zöpfe, aber nur jetzt heute nicht, weil ich niemanden habe, der mir Zöpfe machen wollte. Hättest du mal vorher was gesagt, dann hätte ich dir das... Du hättest mir Zöpfe gemacht. Schöne Zöpfe geflochten. Mhm, ja, du hast mal einen Satz auf Instagram geschrieben. Ich bin ein Kind, ich liebe, was lebt, unschuld mein Kleid, glaube das, was ich sehe. Warum beschreibt dich dieser Satz so gut vielleicht? Okay, also als ich darüber nachgedacht habe, wie ich mich der Welt präsentieren kann als Künstler. Ich hab ja lange Hip-Hop gemacht und hatte dann irgendwie die Schnauze voll von diesem Genre und wollte wieder Dreck, wollte wieder auf die Fresse und mich einfach frei fühlen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie den Genre-Anforderungen des Hip-Hop unterlegen war und ich wollte mich von dem Ganzen befreien und mich neu erfinden und ich habe dann darüber nachgedacht und überlegt, wie ich mich denn nennen kann. So, ich hatte irgendwie ein paar Songs angefangen zu schreiben. Die ersten waren von der alten Platte Feuer und Mephisto und da habe ich dann gedacht, ja, okay, das ist irgendwie was ganz anderes. Und auch Mephisto ist ein super grenzwertiger Song von der Thematik her. Und ich brauchte aber irgendwie eine Rechtfertigung, klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber ich wollte mich frei machen von allen Zwängen, von allem, was mich in irgendeiner Art und Weise aufhalten würde oder könnte. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, ich muss dem Kind einen Namen geben. So, und dann habe ich gedacht, okay, wer ist denn, bei wem ist es immer voll süß, wenn der was sagt und oh ja, das ist völlig in Ordnung und wer darf alles und wer darf Fragen stellen und wer darf kritisieren und direkt sein, ohne dafür belangt zu werden und das sind einfach Kinder. Es ist immer süß, wenn Kinder sowas sagen. Es ist immer süß, wenn Kinder auf die Fresse fallen. Es ist immer süß, wenn sie wieder aufstehen. Es ist alles süß, was Kinder machen. Ja, und es ist immer okay, also weil Kinder sind wissbegierig und Kinder entdecken die Welt und für mich war das so ein Status, okay, ich entdecke irgendwie die Musikwelt neu. So, und ich bin ein großer Fan von Natur und ich hasse es, wie wir mit der Umwelt umgehen. Kurz einen auf Greenpeace machen. nein, also genau, und deswegen der erste Satz, ich bin ein Kind, ich liebe, was lebt. So, und alles um uns rum lebt irgendwie auf seine eigene Art und Weise und es gibt so viel zu entdecken, mehr als nur auf dem Bildschirm. Deswegen, das steckt so in Anführungszeichen hinter diesem ersten Satz, ich bin ein Kind, ich liebe, was lebt, weil alle Kinder lieben irgendwie, was sich Käfer beobachten oder was macht ein Ameisenhügel da oder was ist das für ein Baum? Die wollen einfach wissen. Unschuld, mein Kleid ist im Prinzip mehr oder weniger schon selbsterklärend, dadurch, was ich gesagt habe. Also Kinder sind in diesem Sinne halt unschuldig, als dass sie halt einfach alles versuchen aufzusaugen und irgendwie mitzunehmen. So,
Wie geht's weiter? Es stecken auf jeden Fall Stories hinter deinen Sätzen. Ja, natürlich. Ich bin ein Kind, ich liebe, was lebt, unschuld mein Kleid, glaube das, was ich sehe. Ja. Und es geht eigentlich noch weiter. Und zwar geht es eigentlich weiter mit, aber dafür gibt es auf Instagram nicht so viel Platz. Okay. Und aber zwar, auf YouTube. Genau. Und zwar geht es weiter. Die Welt ist ein Spielplatz, jeder darf hier sein. Was auch ganz wichtig ist. Ne? Also für mich, wenn ich als das Kind irgendwas mache, dann ist die ganze Welt einfach ein Spielplatz. Ne? Also wie gesagt, ne? Auf die Fresse fahren und wieder aufstehen. Du bist mal hier auf der Rutsche, du bist mal auf der Schaukel, du bist mal eine Sandburg bauen oder was weiß ich. Leck mich, Leute, ich gehe schaukeln. Ja. Genau, und die letzte Zeile ist, wenn du ein Kind bist, musst du auch lieb sein. Das ist so ein bisschen der erhobene Zeigefinger von den Eltern, ja, aber sei ja artig und lieb und so, ne? Aber es ist halt dieses Grenzen austesten. Ja. Sehr interessant. Jetzt konnten wir schon mal ein bisschen hinter die Fassade von das Kind gucken. So tiefgründig ist es ja auch in deinem neuen Album, was jetzt rauskommen wird. Rauskommen wird, ja, je nachdem, wann diese Folge ausgestrahlt wird, ist es entweder schon draußen oder es wird rauskommen. Auf jeden Fall heißt das neue Album Schatten, deswegen haben wir uns hier auch hier gemütlich zusammengefunden, nicht? Genau. Und Schatten bedeutet, dass es dunkel ist, das Album, oder gibt es auch helle Passagen? Es ist tief, würde ich sagen, es ist weit drin, also, oder tief drin und ich nehme den Zuhörer, glaube ich, sehr fordernd mit auf eine Reise, die ganz, ganz weit nach unten geht einfach und wo wenig Licht ist und viel Schatten. Wobei natürlich man auch sagen muss, dass Schatten nur da ist, wo Licht auch ist. Mhm. Ja, ja. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ja, es bedingt sich beides gegenseitig. Ja, du brauchst Licht für den Schatten. So nämlich. Aber wir beide haben keinen Schatten. Nee, noch nicht. Obwohl ein bisschen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich echt einen Schatten habe. Aber nur im positiven Sinne. Das ist eine ganz andere Geschichte. Kommen wir später darauf zu sprechen. Ganz genau. Nee, aber lass uns gerne mal reinhören in den ersten Song, in die Titelmelodie. Ja, die gleichnamige, in Schatten. Sind wir mal gespannt. Wo Licht ist, fällt Schatten. Wo Schatten ist, fällt Licht ein. Hinter meinen Gitterstäben lebe ich ganz allein. Wenn das große Licht kommt, lässt es alles erblassen. Wo Schatten ist, fällt Licht ein. Wo Licht ist, fällt Schatten. Begleite mich mit deinem schwarzen Tuch, so dass mich keiner findet, der schon nach mir sucht. Du hast es ja eben schon gesagt, wo Licht ist, fällt Schatten, wo Schatten ist, fällt Licht ein. Genau. Was ist deine Botschaft dahinter? Also für mich erzeugt dieser Song auch so ein ganz abstraktes Gefühl von Zusammenhalt. Okay, krass. Wenn man das so sagen kann. Ist ja immer ganz spannend, ne, von anderen Leuten so eine Rückmeldung zu den Songs zu bekommen. Der Künstler denkt sich natürlich auch oder versucht seine Ideen dort in diese Songzeilen zu drücken. Also welche Botschaft steckt für dich hinter diesem Song? Was wolltest du damit ausdrücken? Das ist so ein Klassiker aus dem Deutschunterricht. Was will der Autor uns damit sagen? So, meine Damen und Herren, was möchte er uns sagen? Schreiben Sie einen Aufsatz über 6 Seiten mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ja. Aber hurtig. Okay, wo Licht ist, fällt Schatten, wo Schatten ist, fällt Licht ein. Der Song ist tatsächlich schon relativ alt. Den habe ich tatsächlich relativ früh nach dem ersten Album geschrieben, nach Ich bin das Kind in dir. Und der klang damals auch ganz anders als die Interpretation sozusagen, die ich jetzt gemacht habe. Und ich glaube, die Hauptbotschaft von diesem Song ist, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Also ich bin halt irgendwie jetzt durch die Pandemie, ich hasse dieses Thema, aber bin ich in eine ziemlich starke, abwärts laufende, selbstzerstörerische Gedankenspirale geraten, ja, die ich immer wieder habe. Nur die war ein bisschen intensiver. Mhm. Und für mich ist auf der anderen Seite steht immer irgendwas anderes, was dich wieder rausholen kann.
So, ich glaube, das ist so die Hauptaussage vielleicht. Also, dass es immer etwas gibt, was das eine verursacht und aber auch das positive Gegenteil dazu sein kann. Es muss nicht immer das sein, aber es sein, kann sein. Kann man das verstehen? Versteht ihr das, was ich Ich meine? glaube, am Ende muss man sich die Antworten darüber, was ist vielleicht auch die Message des Albums, selbst liefern. Du lieferst ja nicht die Antworten, du gibst hier und da vielleicht Gedankenanstöße Ja. und jeder, ja, sag ich mal, ist seines Glückes Schmied Ja. und zieht das heraus, was für ihn zutreffend ist und wo er seine Geschichten wiedererkennt, vielleicht auch ein Stück. Ja, hoffentlich erkennt man sich selbst wieder in dem Ganzen. Wenn nicht, wäre irgendwie doof. Sehr aussagekräftig ist auf jeden Fall auch der Song Nummer 5 auf deiner Platte. Ja, genau, Song Nummer 5. Da weiß jeder, welcher gemeint ist. Du nervst, Ah, ja. heißt Das müssen wir gleich auch mal kennen. Wir hören mal rein. Ich habe Quatsch im Kopf, wo andere ein Hirn haben. Manche meinen, dass ich mein Herz hinter der Stirn trage. Und mein IQ wäre knapp unter dem Durchschnitt. Alles andere wäre ausgemachter Unsinn. Gar nicht mal so gut. Und nur aus Respekt ziehe ich den Hut auf und mache einen Knicks. Verbeuge mich vor dir, bis meine Nase in der Erde steckt. Weil du wie der Dreck unter meiner Ferse bist. Du hast ja schon so schön angestimmt eben gerade davor. Was sind das denn für Gedankenspiele? Das ist ja, das ist das Kind doch eigentlich, das ist Ja, verspielt. okay, du nervst, ist eigentlich im Prinzip so ein klassisches, ich muss da an folgende Situation denken, okay? Ich bin auf irgendeiner Studentenparty, okay? Von denen ich sehr viele mitgemacht habe. Und die Leute haben sich immer nur daran erinnert, ja, der ist voll groß, ja, du bist voll cool und blau. Und eigentlich, und wir hatten nie wirklich ein weiterführendes Gespräch oder irgendwas. So, und dann nach langer Zeit, ich habe so viele Menschen getroffen, klar, irgendwie erinnern die sich an mich, aber ich kann mir doch nicht 6000 Menschen hier aus Kiel und Umgebung Schwierig, ne? merken. So. Ja. Und dann gibt es ganz oft solche Situationen einfach, wo dich Leute dann vollsülzen mit irgendwas, was überhaupt nicht zu dir passt, oder was gar nicht in die Situation passt. So, und da sage ich mir einfach, hey, Alter, ganz ehrlich, Mann, du nervst. Du nervst einfach. Einfach frei So. raus. Genau, und es gibt, ich meine, jetzt nicht nur bezogen auf diese Partys, auf die man so geht und dann so wertlose Gespräche irgendwie führt. Sondern auch im Allgemeinen einfach Menschen, die nerven. Es gibt einfach Menschen, die nerven. Es passiert einfach. Ich meine, wir sind, wie viele Menschen leben auf der Erde? 7,4 Milliarden Das oder kommt so? ungefähr kommt das hin. Quadrilliarden und so. Mehr und mehr. Und dass es da Unterschiede gibt und Meinungsverschiedenheiten, ist ja wohl einfach schon vorprogrammiert. Ja. So, und ich bin der Meinung, es ist völlig okay, einfach mal zu sagen, hey, du nervst. Du nervst mich jetzt in diesem Moment, nervt es mich eigentlich. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden, aber die meisten, das ist dieses, ja, du kannst ja dann noch nicht sagen, hey, du nervst, sondern du musst schon irgendwie freundlich sein und sagen, hey, im Moment möchte ich, nee, das ist völlig in Ordnung, einfach mal zu sagen, nee, Alter, verpiss dich, du nervst mich. Ja, ich meine, nur dieses du nervst, das ist ja auch, also kann man ja sagen. Ja, aber wie gesagt, also es gibt ganz viele Situationen, in denen ich mich auch selber ertappe, wo ich dann einfach eigentlich etwas sage oder mache, was gegen mein Gefühl geht. Ja. So, und das ist eigentlich der Aufruf dafür zu sagen, nee, fuck you, du nervst. Frei heraus. Wie Wehrt das? euch! Ja. Sagt, was ihr denkt. Ja, und weil du auch gesagt hast, mit diesem, was das, was dieses Ja, genau. Ich höre immer Matsch Banana. So. Ja, das ist auch Matsch Banana. Das ist aus einem sehr berühmten Film. Den ich in meiner Jugend gesehen habe, der auch in meine Jugend rauskam, und zwar ist es König der Löwen. Und dieses Zitat stammt von Rafiki.
dem weisen Panda, nee, nicht Panda, Pavian. Der weise Pavian, ja. kennst du, oder? Rafiki, ja. Kennt man. Das kennt man. Rafiki, bester Typ, ey. Und genau, er singt diesen Song als Simba darüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich? Ja. So, wo er praktisch hier Timon und Pumba verlässt. Mhm. Und zurück nach Hause will, aber er gar nicht weiß, oh, kann ich das überhaupt machen, kann ich dieser König sein und diese Selbstzweifel hat. Mhm. Und dann kommt Rafiki und singt, so, ich habe dann geguckt, was das heißt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann bedeutet das, vielen Dank, Matschbanane, also ne, vielen Dank, Matschbanane, zum Glück bin ich und nicht du. Irgendwie sowas. Okay. Sowas in dem Ding, ja. Sinn heißt es. Das konntest du übersetzen. Hat Google Translate mir gesagt. Ja. Okay, also. Okay. Ich glaube, es ist Kiswahili oder sowas. Es wurde alles auf den Prüfstand gestellt. Natürlich. Ja, und ich fand es einfach passend da dazu. Also dieses, zum Glück bin ich und du bist du. Ja. Und deswegen kann ich auch sagen, nee, ja. Du nervst. Wie lange hast du an dem Album gearbeitet? Gibt es da so eine, also du hast ja gesagt, eigentlich ist der Song Schatten schon vor langer Zeit auch entstanden. Ja. Deswegen kann man es, glaube ich, schwer zusammenfassen, mehr oder weniger. Ne? Boah, wie lange ich an dem Album gearbeitet habe. Oder also, gab es so eine Phase, wo du wirklich kontinuierlich dran saßt und dich oder weniger gezwungen hast, da was fertig zu stellen? So eine Phase gab es tatsächlich. Ich war in Köln bei einer Aufzeichnung, worüber ich nicht sprechen darf. Ein kleiner Cliffhanger für euch. Ja, wer ist das Cliffhanger? Coming soon. So, wo ich einfach ganz viele geile Menschen kennengelernt habe. An dieser Stelle liebe Grüße an euch alle, ihr wisst, wer gemeint ist. Das hat mir tatsächlich einfach einen wahnsinnigen Push gegeben. Also es hat mir richtig viel positive Energie gegeben und mich aus dem Schattenreich zurück ans Licht gebracht, wo ich dann wirklich so einen, wirklich so einen kleinen Motivationsschub hatte und mir gedacht habe, okay, ich nehme diese ganze geile positive Energie mit, steck das in das Album und verarbeite praktisch alles das, was davor passiert ist. Das ist halt dabei rausgekommen. So. Was war die Frage? Wie lange ich gebraucht habe. Aber ja. Also ja, es gab, im Prinzip war das dann, also wie gesagt, Schatten gab es schon und ich habe auch davor, es ist so, dass ich von Natur aus einfach viel am meinem supergeilen Klavinova sitze oder an der Gitarre und einfach spiele. Und wenn was Cooles dabei ist, dann nehme ich das. Mhm. Und verfolgt das vielleicht weiter. So, und insofern gab es einfach schon viele kleine Fragmente sozusagen, die einfach schon da waren, die ich dann mit meinen Gefühlen und mit meinen Eingebungen einfach füllen konnte und ausarbeiten konnte. Die hast du dann kombiniert sozusagen, genau, mehr oder weniger. Genau, und hab das dann halt wie so ein großes Puzzle irgendwie zusammenfügen können, genau. Bist du dann ein Künstler, der eher nachts arbeitet oder dann lieber den helllichten Tag liebt? Ja, wenn es wenigstens hell wäre hier. ist ja so gewesen, dass man aufsteht, es ist dunkel und dann sagt die Sonne immer so, hallo, okay, tschüss. vor allem in der Winterzeit. Ne? Das ist schwierig, das stimmt. Ich hatte tatsächlich, früher war das so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann nur nachts Mucke machen. Und ich glaube, das haben ganz viele. Also, und es viele, die ich kenne, sind nach wie vor so, dass der Rhythmus sich praktisch komplett verschoben hat. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl, zeitig aufzustehen und so viel Sonne, wenn sie denn da ist, mitzunehmen und wirklich den ganzen Tag zu haben. Also das Problem ist, wenn ich halt hier in meiner Einsiedlerwohnung kann ich halt nach 10 Uhr nicht das ganze Haus aufwecken und auf Trab halten. So, ne? Große Beschallung fängt an. Da bin ich schon sehr respektvoll mit meinen Nachbarn. Ja. Also die hassen mich noch nicht. Nee, noch nicht, nee. Aber das Album ist jetzt ja auch zum Glück fertig. Also ich denke, haben Sie Glück gehabt. Es bleibt erstmal so. Einer meiner Lieblingssongs ist ja von deinem Album Melodie.
Okay. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Nee. Okay, alles klar. Wir hören da rein. Deine Melodie durchdringt den Wind und auch die See. Sie streichelt mich ganz leise. Deine Melodie begleitet mich auf meinem Weg. Du bleibst an meiner Seite. Deine Melodie. Deine Melodie. Das war Melodie von Das Kind vom neuen Album Schatten. Macht mich irgendwie total emotional. Ist so, verbinde ich damit, dass du den Leuten das Gefühl geben willst, jedem gehört irgendwie diese Melodie. Und man kann da draus ziehen, ja, was man will oder auch seine persönliche Geschichte bearbeiten. Ich habe hier auch noch mein Stichwort gemacht, was ich dazu sagen wollte. Also die Melodie des Lebens sozusagen, ne? Okay. Oder vielleicht auch die Melodie eines geliebten Menschen. Also kann es auch sein, dass die Melodie jedem gehört? Ja, ich glaube, dass jeder seine eigene Melodie hat. Zumindest versuche ich das irgendwie in dem Song so darzustellen. Tatsächlich ist der Song verbunden mit einem Verlust. Und zwar hat, und das war auch eine richtig krasse Erfahrung für mich, weil ich das so noch nie miterlebt habe. Wir waren irgendwie spazieren mit unserer Hündin Clara und wir waren am Wasser. Und sie hat ganz normal gespielt und auf einmal hat sie halt irgendwie, fing sie an zu zittern und hat sich hingelegt und ist nicht wieder aufgestanden. So, und dann bin ich, und das ist eigentlich das total krank, macht das nicht. aber in der Situation war mir das tatsächlich scheißegal. Wir haben sie dann irgendwie bei mir ins Auto gepackt und ich bin wie ein Vollidiot mit 160 über die Landstraße gebrettert zum Tierarzt. Mhm. Es ist nichts passiert, also es geht mir gut. aber ja, Clara, für Clara war das einfach zu spät. So, und das hat uns natürlich einfach alle komplett aus der Bahn geschmissen. So, ne? Und Clara war eben vom Hundewesen, war sie so, dass sie, die hat immer rumgekläfft. Nonstop. Die hat, einfach permanent. Boah, richtig schlimm. Teilweise richtig schlimm. Und das war für mich die Assoziation, zu sagen, okay, das ist ihre Melodie. Okay. Das ist ihre Melodie. Ja. Ne, also das, was sie halt praktisch von sich gegeben hat, die Art und Weise, wie sie war als Hund. Mhm. So, und ich saß dann am selben Abend, ich bin dann nach Hause und saß dann hier und habe mir meine Gitarre genommen und habe diesen Gedanken gehabt von der Melodie und habe dann die Melodie geschrieben. Mhm. Ne, also die Leitmelodien. Genau, und habe dann einfach damit das verarbeitet, was praktisch Clara für mich bedeutet hat. So, und diese, genau, einfach ihre Melodie. Und, und ich geh davon aus, dass es ganz viele Menschen gibt, die jetzt nicht nur Haustiere verlieren, sondern auch so geliebte Menschen verlieren, auch jetzt vielleicht in dieser beschissenen Zeit durch Krankheit oder Unfälle oder was auch immer. So, und, ja. Und was es mir tatsächlich nochmal aufgezeigt hat, ist, dass, ich meine, es gab keine Anzeichen. So, ne? Und sie ist halt einfach das und that's it. Ja. So, ne? Und es gab keine irgendwie Vorbereitung oder lange Krankheitsverläufe oder sowas, sondern das kann einfach von jetzt auf gleich, kann es zack machen. Ja. Und so, dann war's das. Auch so kann das Leben dann manchmal spielen. Genau, so und beziehungsweise aufhören. Ja. Ja, aber du beschreibst das ja auch mit ganz passenden Textzeilen. Du bist feiner Sand, nimm die Ewigkeit mit in deine Nacht oder auch wir werden uns wiedersehen. Das sind ja alles so die Attribute, die du dann, ja, Clara mehr oder weniger dann gewidmet hast, sozusagen. Genau, ja. Tresor von deinem neuen Album Schatten, finde ich, ist auch sehr gefühlvoll. Ja. Sogar ein Duett, also wenn man es dann so sagen kann. Ja. Oder ein Feature. Ja.
da wagst du dich in neue Gefilde eigentlich, oder? So ein Duett kennt man noch gar nicht so unbedingt von dir. Ja, ja, das ist richtig. Also die Stimme gehört zu Jana von den Unbekannten Künstlern. Mhm. Das ist die Frau von meinem Bruder. Okay. Und der Song Tresor, mit dem Song habe ich tatsächlich ein bisschen gekämpft. Und der Song ist auch schon ein bisschen älter und der fällt vielleicht auch ein bisschen aus diesem aus dem ganzen Album raus oder fällt besonders auf, weil ich da nicht mit dieser klassischen Kindstimme vertreten bin. Und das liegt zum einen daran, dass mir das nicht gefallen hat als das Kind. Und im Zusammenhang mit diesem Song war es mir dann doch wichtig, meine normale Stimme zu verwenden sozusagen. Weil der Hintergedanke von Tresor ist, dass ich habe ihn jetzt nicht explizit für meine Mutter geschrieben, aber meine Mutter war bei dem Song praktisch sehr präsent in mir. So, und ich hatte das Gefühl, oder ich habe das Gefühl nach wie vor, dass egal was ich mache, ja, egal wie scheiße ich mich benehme, egal was für Ansichten ich habe, egal wo mein Leben mich hinbringt, ist das Herz von meiner Mutter einfach dieser Tresor, in dem mein Leben liegt. Ja, wo ich immer willkommen bin, wo ich immer akzeptiert bin, wo einfach ein Ort, an dem ich praktisch aufgehoben bin, egal was ich mache. So, das ist so die Beziehung, die ich von meiner Seite aus, keine Ahnung, Mutter, wie du das siehst. aber das ist so die, genau, das ist so der Gedanke bei Tresor. Und ich habe Jana gefragt, ob sie Lust hat, den Refrain zu singen. Und sie hat gesagt, sie fühlt es komplett. So, sie hat gesagt, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und für sie gibt es auch Menschen, die praktisch für sie dieser Tresor sind, in dem sie immer willkommen ist und in dem sie für immer bleiben wird, egal was sie tut, wohin sie geht, welche Entscheidung sie trifft. Und genau, und insofern, that's that. Du vergibst mir, weil du viel mehr siehst, wenn ich blind mit meinem Leben spiel. Die graue Wand vor meinen Augen, die mich fesselt, Gedanken aussaugt, meine Kräfte isoliert, Schmerzen in mir konstruiert, Strukturen schafft, die mich umklammern, Angst, die auf meiner Seele wandert, Trauer, Wut, Hass und Zweifel wachsen in mir, Leben weiter, werden größer, stärker, mächtig bin ich, immer noch lebendig, mach es weg, rette mich, ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, alles dunkel, schenk mir Licht, ich seh dich nicht. Dein Herz ist ein Tresor, in dem mein Leben liegt. Geschützt vor Leid und Not, für immer unbesiegt. Tresor von Das Kind auf dem Album Schatten. Hast du alles alleine gemacht bei dem Album? Also jetzt hat Jana eben da noch mitgesungen, aber ansonsten? Ja, naja, es gibt ein Feature, und bis auf die Gastparts sozusagen, kommt alles aus meiner Feder. Ja. Und auch aus meinen Kompositionskünsten. Okay. Also ja, ich mache alles selber, tatsächlich. Also ich hab bei dem ersten Album habe ich viel einspielen lassen. Aber jetzt für das Projekt ist tatsächlich alles selber. Also auch, ich mache die Aufnahmen selber, ich komponiere das, ich schreibe das selber, ich mache die Aufnahmen, ich mache den Mix und das Master und alles drum und dran. Also es ist komplett self-made. Komplett made alles. Made in German, made and kill. Ja, made in Schleswig. Made in kill. Mega, geil. Danke. Ja. Und welcher Song läuft bei dir auf Dauerschleife? Hast bei du mir auf Dauerschleife? Ja. Also von dem Album natürlich. Also ich höre ganz gerne Paranoid von Black Sabbath. Ja, okay. Nein, du willst also wissen, was mein Favorit ist von dem Album? Was ist dein Favorit? Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt und ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Da schlage ich gerne zu. Ich weiß, das dachte ich mir. ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Favoriten habe.
Tatsächlich, also ich meine, also es steht außer Frage, dass es alles großartige Musikstücke sind. Das ist klar, das haben wir nicht angezweifelt. Nee, ich glaube, es gibt keinen. Also es gibt keinen, wo ich sage, oh, der ist besonders geil. Man kann sich, glaube ich, auch sehr schwer entscheiden, ne? Als der das selbst produziert hat. Ja, es ist auch eigentlich gar nicht so gut, alles selber zu machen, aber ey, fuck it. Überhört man sich dann auch vielleicht mal von dem einen oder anderen, wenn man da irgendwie gefühlt tausendmal beigegangen ist oder so, um irgendwie so eine, weiß nicht, Baseline oder so auszutauschen? Ich habe ja keine Ahnung. Ja, von wegen keine Ahnung. keine Ahnung. Also das, es ist halt, also für mich bedeutet irgendwie jeder Song, ich weiß nicht, ob das bis jetzt so durchgekommen ist, aber für mich ist irgendwie jeder Song ein, ist so eine Momentaufnahme. Weißt du? Also die Sache mit Clara, dann diese Gedanken über meine Mutter und dieses, du nervst einfach, weißt du, solche Sachen, das sind irgendwie die Momente, in denen ich diese Songs schreibe. Und immer wieder, wenn ich die höre, auch wenn ich die alten Songs höre, die ich so gemacht habe, dann kommt es einfach immer wieder in meinen Kopf, wo ich mir denke, ganz genau. Das war das, ja, richtig. So, ne? Okay. Und insofern gibt es da für mich kein, also für mich persönlich kein Favoriten sozusagen. Mhm. Weil es im Prinzip für mich Situationsbeschreibungen sind. Ja. So. War. Summa summarum. Summa summarum. Mega komponiert, mega gesungen. Vielen Dank. Mega geschrieben. Wirklich sehr empfehlenswert. Wo kriegt man das Album denn jetzt überall? Ja, überall. Überall. Also Spotify. Spotify, iTunes, dies, das, dieser Streaming. Der ganze neue Scheiß. Überall da, wo du streamst, sollte das eigentlich verfügbar sein. Bin ja auch ein Freund davon, der es ganz gerne in den Händen hält. Also so. Okay. So fertig gepresstes für dich, Ding. Okay, eigentlich. Für dich werde ich eine Vinylplatte pressen. Geil. Ja, ich meine, also je nachdem, wie die Leute das annehmen, weil wie gesagt, also es ist schon irgendwie starker Tobak. Ne? Das ist also, wie war das? Viele haben gesagt, es ist nicht leicht verdaulich und es ist halt auch nichts, was man so, ich höre das mal so nebenbei. Ja, ist meistens so irgendwie, ne, bei der Musik, die ich so mache. Und wenn es genug Leute geil finden und ihr Bock habt, dass es das auf Vinyl gibt oder auf CD, dann macht er das. Dann überlege ich mir das. Ihr könnt es, schreibt es in die Kommentare. Also, so sieht's bei Das Kind zum Beispiel bei einem Auftritt aus. Da hoffen wir mal, dass man bald auch mal wieder dabei sein kann. Ey, ja, das hoffe ich auch, dass ich auch. Ja, ich möchte auch mal wieder dabei sein. Man ist müde einfach davon, ne? Man will einfach raus unter die Leute, Spaß haben, zusammen feiern, sich in den Arm liegen. Ja. Sehr fehlt das als Künstler irgendwie so, gerade jetzt mit einem neuen Album irgendwie dann auch, das unter die Leute zu bringen. Ja, deswegen gucken die Leute am Mikrofon. Das ist nämlich ein guter Grund, ja. So nämlich. Hier sind wir, was Neues zu entdecken. Ja, aber du hast schon Bock. Ja klar. Klar. Nee, ich bin so der Künstler, der macht so, ich mach so Musik und dann. Still Kämmerlein und so. Könnt ihr das, wenn ihr wollt, das geil finden? Ja. Klar, ich will auf die Bühne unbedingt. Ich bin innerlich zerrüttet, komplett. Der Tiger. Es ist wirklich einfach, es ist alles weggebrochen. Und jeder, der selber auch Mucke macht oder im künstlerischen Bereich tätig ist, wird das mehr als gut nachvollziehen können. Es ist einfach wirklich, es ist alles weggebrochen. Ne? Also anfangs dachte ich, in dem ersten Moment dachte ich, okay, cool, die Welt hält einfach mal kurz an. Ja. Okay, und es ist wirklich richtig viel Druck von meinen Schultern gefallen. Und ich weiß nicht warum, aber es ist einfach richtig, es hat mich brutal entlastet. So eine große Atempause. Genau. Ja. So, und dann wurde es halt aber leider ein bisschen zu lang, alles. Alles ein bisschen lang. Und was ja nicht heißt, dass wir nicht alle trotzdem heiß darauf sind, irgendwie weiterzumachen. So, ne? Aber
Was mir tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, was mir richtig doll fehlt, ist einfach die Kneipe. Nur abends reingehen, abhängen, ja, wirklich. Bierchen zwischen mit ein paar Kollegen. Oder nicht, auch alleine. Es ist ja genau, nee, es geht nicht mal unbedingt darum, mit irgendwie Kollegen in die Kneipe zu gehen, sondern einfach nur in die Kneipe gehen, neue Leute kennenlernen, verrückte Storys hören und Input zu kriegen für mich und Mucke. Ja. Und für meine Musik. Und das habe ich einfach tatsächlich gemerkt, dass mir das einfach brutal gefehlt hat. So, und natürlich auch dieses selber auf Konzerte zu gehen. Ich hatte irgendwie, die letzten Konzerte, die ich hatte, waren hier Slipknot, I Prevail und Dream State und Yellow Wolf. So, das sind alles für mich so, das geht super geil. Ja. So, ne? Und einfach dieses auf Konzerte gehen und ausrasten und Moshpits und Circle Pits, was auch immer. Weißt du, so einfach, ja, keine Ahnung, die Musik so zu fühlen, wie man es einfach sonst nie fühlen kann, einfach live und den Künstler live und in Farbe zu sehen und praktisch diese Unerreichbarkeit-Barriere irgendwie zu überbrücken und zu merken, irgendwie, okay, geil, Alter, ich bin jetzt einfach mit diesem Künstler, den ich so geil finde, in dem Moment und es ist nichts zwischen uns außer Luft. Mhm. Und natürlich noch mehr liegt dir daran, die Leute dann zu dir zu ziehen. Ja, zu natürlich, ja, okay, klar. Und auf den Spielplatz rauf vom Kind. Sozusagen. Ja, eben. Ein bisschen schaukeln, ein bisschen durchdrehen, ja. Gas geben. Aber du bist ja nicht nur als das Kind sozusagen so als Musiker und Produzent unterwegs. Du hast noch ein paar Projekte nebenbei. Du spielst in Werbespots mit. Du bist an einem Podcast vielleicht noch dabei. Ja, wer weiß. Wer weiß, was da so kommt. Und du bist ja auch bei den unbekannten Künstlern. Genau. Auch noch ein wichtiger Baustein. Ja. Da musst du uns jetzt auch nochmal Einblick geben. Oh, was Gott, sind denn die unbekannten Künstler? Das heißt, die sind ja eigentlich eher unbekannt. Also. Ist richtig. Nicht so gemeint, aber das, du musst dir erstmal vorstellen. Ich muss jetzt auch noch die unbekannten Künstler vorstellen. Okay, alles klar. Also Leute, lehnt euch zurück, genießt die Show, nehmt euch noch eine Packung Popcorn. Es geht nochmal 2,5 Stunden für euch. Wer will nochmal? Eine Runde. So, okay, die unbekannten Künstler, ja. Das ist praktisch so ein kleines Projekt, das so ein bisschen back to the roots geht. Ich habe ja vorhin gesagt schon, dass ich hier lange Hip-Hop und Rap-Musik gemacht habe. Ja. Und dann kam eben das Kind. Und dann habe ich 2020, also praktisch zum mehr oder weniger zum Start der großen C-Pandemie, habe ich hier Nachricht gekriegt von meinem Bruder, der sagte, hey, ich habe ja so viele Beats rumliegen, lass mal irgendwas drauf machen. Ja. Okay, alles klar, Thias, let's go. Und dann haben wir, ich glaube, vier Singles geschrieben. The Good Days, Müde, Schall und Rausch und Sturm. Und damit war es im Prinzip auch schon klar, okay, wir starten jetzt halt noch ein Projekt, weil warum nicht, bevor die ganzen Sachen sozusagen auf der Festplatte versauern, lass uns das irgendwie verwenden und raushauen. So. Und dann war auch wieder das Ding, okay, wir müssen dem Kind einen Namen geben. Ja. Und wir dachten dann so, ja, okay, wir sind halt einfach irgendjemand, den kein Schwein kennt. Das heißt, wir sind unbekannt, aber es ist irgendwie künstlerisch wertvoll, also sind wir unbekannte Künstler. Und wir haben uns auch... Ich weiß nicht, ob das nur in meiner Erinnerung so witzig war. Wir saßen irgendwie bei mir im Auto und dann stand halt am Display unbekannter Künstler. Unbekannter Titel, unbekannter Künstler. Ich fand es irgendwie witzig, ja, und dann sind wir halt unbekannte Künstler. Ja, okay, alles klar, okay, dann gut. Ja, und dann kennt ihr euch, ja eigentlich jeder. Jeder, der das schon mal gesehen hat am Auto. Genau, jeder kennt das, okay. Unknown Artist. Unknown Artist, unbekannter, das sind immer wir. Wir hacken uns in eure Radios ein. Das aktuelle Album ist Hexagon. Ja. Und da würde ich sagen, hören wir auch mal kurz rein. Okay, weil du es bist. Müssen wir machen. Wenn ich dich bei mir hab, hab ich keine Angst zu fallen. Halte mich fest an dir und spüre keine Furcht mehr. Das
Schritt ist ein Sprung in die Leere. Zieh die Reißleine, bring mich zurück auf die Erde, freier Fall. Wir jagen den Wind, tragen Gewissheit in der Brust. Lass den Tag neu beginnen, drück auf Pause. Rewind, play, repeat, gib mir ein Lächeln, eine Träne. Zeig mir, dass es mich gibt, ich will noch mehr von dieser tiefen Magie. Lass mich fühlen, was deine Noten für mich spielen. Du bringst mich raus, wenn es in mir dunkel ist. Deine Melodien leuchten hell für mich. Die unbekannten Künstler mit Das Kind. Ja, mehr oder weniger. Nee, aber ja. Geil. Es ist ja schon, also man muss es ja schon trennen. Also Das Kind ist schon Das Kind und Unbekannte, ja, sind Unbekannte. Sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So nämlich, ja. Findet man auch überall? Findet man auch überall, wo man Musik streamen kann. Ganz genau, auf jeder verdammten Streaming-Plattform gibt es das. Also hört da auch gerne mal rein. Und was du auch noch gut kannst, sind Hörspiele produzieren. Ist das so? So eine kleine Reihe gemacht. Ich habe mal ein paar Kurzgeschichten gemacht. Ja. Ein paar Kurzgeschichten, einfach so aus dem Leben gegriffen oder was sind das für Hörspiele? Ja, also ja, Hörspiel ist, glaube ich, ein bisschen krass gesagt. Also, Kurzgeschichten. Genau, es heißt kurze Geschichten heißt es. Und die findet man auch überall auf jeder Streaming-Plattform. Wenn ihr schon dabei unter, seid. Unter Lukas Pinner, und das wird aber auch alles hier verlinkt. Ne? Hoffe ich doch. Sollte ich jetzt gemacht haben. Ja, nein, das ist einfach, also ich habe immer das Gefühl, dass mein Kopf platzt. Das habe ich ganz häufig, also wenn es irgendwie darum geht, kreative Dinge zu verarbeiten. So, und nicht alles passt irgendwie in einen Song, nicht alles passt zu Das Kind, nicht alles passt zu den Unbekannten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann muss halt einfach noch ein Kanal sozusagen aus meinem Kopf raus. So, und diese Kurzgeschichten sind einfach spontane Ergüsse. Die, ja, das passiert einfach. Ich habe auch, vor kurzem habe ich nochmal zwei oder drei Geschichten angefangen, und wenn es halt sozusagen reinpasst, ne, dann werden auch die wieder released. Okay. Und aber das ist für mich eigentlich nur, hauptsächlich sind solche Projekte irgendwie für mich, dass sie aus meinem Kopf draußen sind. Die Kreativität muss auch nochmal raus. Genau. Also muss sie auch gebündelt werden. Genau. Es muss sie wegzuschmeißen, wäre schade. Genau. Und ich brauche dann einfach diesen, weiß ich nicht, mich hier hinstellen an meinem Mikro und diesen Kram einzulesen. Das ist auch nicht besonders spektakulär gelesen. Also es ist einfach wirklich nur, ich lese es halt. Wenn jemand das cool findet, okay, findet das cool. Und wenn er entertained wird dadurch, dann okay, nice. So, ne, aber das ist tatsächlich einfach nur, dass die Scheiße aus meinem Kopf rauskommt. Die Scheiße könnt ihr euch anhören. Ja, hört euch die Scheiße an. Man kann ja sagen, die Resterampe vielleicht. Das ist aber. Die Resterampe? Was ist das denn für ein Wort? Das kenne ich gar nicht. Nein. Ja, die Resterampe. Mega cool. Also du hast ja einige Projekte am Start und bist so gut dabei und hast nebenbei auch immer noch mal ein Ohr für so andere zwielichtige Gestalten wie mich, der dann zwischendurch noch mal fragt, kannst du mir noch mal so ein Intro bauen oder sowas? Ja, genau. Das ist nämlich auch der Mann. Ihr seht ihn hier live in Farbe. Ja, ich bin der Stage, Übeltäter. Der das Mikrofon-Intro produziert hat sozusagen. Ja, bitteschön. Ja, dankeschön. Sehr gut. Und so langsam kommen wir zum Ende der Sendung, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, wir haben euch auch lang genug aufgehalten. Ihr seid gleich entlassen, ihr könnt in die Freiheit zurück. Wir spielen aber jetzt nochmal eine kleine Rubrik, die ich hier neu einführe. Oh shit, bei okay, alles klar. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Ja, los geht das hier mit Das Kind heute. Und da ist die erste Frage auch schon. Würdest du eher Wasser oder Feuer als Element kontrollieren können? Kontrollieren können? Ja. Wasser, weil dann gäbe es Wasser für alle Menschen auf der Welt for free. Und Feuer wäre gelöscht. Und Feuer wäre gelöscht. Auch nicht so schlecht. Würdest du gerne für den Rest deines Lebens einen Helm oder eine Warnweste tragen? Was? Es sind ganz komische Fragen hier in dieser Rubrik. Okay, würde ich den Rest meines Lebens lieber mit Helm rumlaufen oder mit Warnweste? Genau. Ich mag
eigentlich Aufmerksamkeit nur, wenn ich auf der Bühne stehe. Also ich glaube, einen Helm kann man gut als Accessoire verkaufen. Also dann schon lieber mit der Unterschrift Helm drauf. Ja. Würdest du für den Rest deines Lebens alles, was du sagst, rappen oder nur noch in Rätseln sprechen? Oh, nur noch in Rätseln sprechen. Obwohl du Rap auch so liebst eigentlich. Ja, okay. Aber Rätsel sind deutlich interessanter. Rätsel sind top. Ja, weil ich müsste ja die ganze Zeit reimen. Ja, das stimmt. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das nicht besonders gut mit meinem Gewissen vereinen. Fängst du schon an jetzt? Diese Aussage muss ich leider verneinen. Okay, geil. Ich hoffe, ey. So. Siehst du hast das immer noch voll drauf, Mann. Geil. Okay. Würdest du denn für den Rest deines Lebens eher alles mit der Gabel oder alles mit dem Löffel essen? Mit dem Löffel? Da kann nichts durchrutschen eigentlich. Ne? Da kann man mehr mit abdecken, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja. Es geht gebündelter auch in die Luke. So nämlich. Außerdem kann man dann, man könnte so schaufeln, weißt du? Also, stimmt. Wenn man müsste es halt nicht aufpieksen, sondern ja. Man könnte zwei Löffel nehmen und das dann so. Das ist wie so ein Bagger. Das ist auch gut. Ja. Würdest du eher immer nasse Socken haben oder immer einen Stein im Schuh? Was sind das für Fragen? Ein Stein im Schuh. Ja, das ist ich glaube ein Stein im Schuh. Weißt du warum? Okay. Weil das andere fängt an zu schimmeln. Naja, oder? Also ja. Immer nasse Socken, fängt deine Haut, wird so schrumpelig und ich glaube, man verliert die Haut das dann einfach sich durch. Bis auf den Knochen vielleicht. Ja, genau. Das wird nicht gut gehen. Also dann schon lieber den Stein. Den Stein kannst du auch auskippen. Ist ja egal. Aber ich dachte, das ist der Rest deines Lebens ja. Da drin. Also, kleiner Denkfehler von mir hier. Also, okay, okay, kommen noch welche. Eine, die letzte kommt jetzt ja noch. Okay. Und die hat es wirklich in sich. Das kann ich schon verraten, meine Damen und Herren. Hättest du gerne ein Display auf der Stirn, auf dem deine Gedanken stehen, oder ein Leben lang ein Stück Zwiebel im Mund? What? Ja, da muss man erstmal durchsteigen. Entweder die ganze Zeit eine Zwiebel im Mund oder ein Display auf der Stirn. Wo meine Gedanken draufstehen. Okay, ich nehme das Display. Du bist offen ich für nehm, alles also. Ich nehme das Display, weil ich das Display einfach verdecke. Aber die Zwiebel in der Fresse, die kriegst du ja. Und das du kannst ja dann auch nicht essen, wenn du eine Zwiebel in der Fresse hast. Oder, nee. Oder ist das dann so ein Zwiebelring so über die Schneidezähne? Hättest du mal die Gabel vorgenommen, hättest du drumherum. Ja, ganz genau. Alter, als ob deine Fragen aufeinander aufgebaut hätten. Das hat doch jeder gemerkt. Okay, und jetzt stell dir einfach mal diesen Menschen so vor, der hat ein Display auf der Stirn, der spricht nur in Rätseln. Was hatten wir noch? Er trägt einen Helm. Guck, der Helm verdeckt das Display schon. Ja, ist das schon mal gut, ja. Was hattest du es noch? Es gibt nasse Socken oder einen genau, Stein im Schuh. Genau, ich habe immer einen Stein im Schuh. Du sprichst in Rätseln. Ich spreche in Rätseln. Was hatten wir noch? Wir hatten noch die Gabel oder den Löffel. Genau, mit dem Löffel in der Hand. Oder Wasserfeuer, genau. Das genau, und ich kann Wasser kontrollieren. Ja, also ich finde, du hast... Stell dir mal vor, die Leute würden so rumlaufen. Es wären auf jeden Fall interessante Menschen. Geben vielleicht so ein paar Ideen her. Also, Internet, do your thing. Das war Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. So nämlich. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Habe ich gewonnen? Mücke hat gewonnen. Was habe ich gewonnen? Du hast gewonnen die goldene Ananas. Wo ist sie? Die goldene Ananas? Produktion. Die ist noch in Produktion. Wird alles fertiggestellt. Ja. Mücke, wir müssen eigentlich noch mal klären, warum Mücke. Also ich sage hier zwischendurch immer mal Mücke. Mücke, müssen wir das auch noch klären. Bist uns ja eigentlich allen bekannt als das Kind. Okay, man hat mich bei der ersten Party meines Studiums Mücke genannt. Einfach so, weil ich ein T-Shirt anhatte von Bud Spencers. Sie nannten ihn Mücke. Ja, auf dem T-Shirt stand Mücke und dann irgendwie die 63 seine Spielernummer. Mhm. Bud Spencer ist mir ja auch wie aus dem Gesicht geschnitten. genau, und seitdem nennt man mich ja Mücke. Ja, Mücke. Dann hab vielen Dank dafür. Alles Gute. Vielen Dank dir. Viel Erfolg weiterhin mit das Kind und mit den unbekannten Künstlern. Danke. Und wir sind sehr gespannt auf das alles, was da kommt. Und ja. Fleißig reinhören in das neue Album Schatten von das Kind. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Seid ihr definitiv. Bis dann. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge von Maiko von Kulturlord. Ciao. Tschüss. Tüdelü. Au revoir. Salalalü.